Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Weekly Money auf diesem Kanal. Es ging wieder einiges raus, viel Spaß bei diesem Video. Zuvor die gewohnte Routine, wo liegt man gerade im Zeitplan? Wir machen am Wochenende das Preparation Event für YSS London. Da gibt es einige Anmeldungen jetzt schon und wir werden bestimmt so, ich sag mal, 20, 30 Leute localmäßig haben. Schreibt uns gerne an, wenn ihr mit dabei sein wollt, dann haben wir es auf dem Schirm, damit wir auch theoretisch auf euch warten, falls ihr ein paar Minuten später kommen solltet. Meldet euch dann an dem Tag nochmal genauer. Dann haben wir das Time Wizard Event Code, wenn YCS London ist. Mal gucken, ob wir diesmal auch ein paar Leute haben, die dann mit mir Livestream noch ein bisschen gucken wollen, bis in den Abend rein. Dann habe ich heute die Bestätigung bekommen für das V2A GX Duelist of Shadows Release Celebration Event. Was für ein langer Name. Das heißt zum ersten Mal V2A bei uns im Local Store am 8.4. Dann haben wir das Team Event 3 vs. 3 am 15. Am 22.4. bin ich in der Planung, euch bald was ankündigen zu können. Das wird hoffentlich die Woche noch stattfinden. Und dann durfte ich heute auch die Core Booster Pre-Release-Release-Sache da, Sneak Peek sage ich jetzt einfach mal, ankündigen bzw. anmelden, dass ich daran teilnehmen möchte. Da wird dann hoffentlich auch in den nächsten 2-3 Wochen eine Rückmeldung kommen, dass wir zum ersten Mal Sneak in Halle für unseren Store anbieten können. Das war's eigentlich an dieser Stelle. Seid ihr up to date? Los geht's mit dem Market Watch. Bei Pokémon 55 Artikel, 75 Wert, ja, okay, da kam aber heute früh eine Sammlung rein mit viel OCG-Stuff, mal schauen, wie wir das durcharbeiten. Tim ist ja auch gerade beschäftigt, ein bisschen Digimon-Sachen zu listen, da wollen wir ja ein bisschen reingehen, mal gucken, was da passiert. Bei Yugi 1400 Artikel ist okay für einen 1000er Wert, naja, könnte mal wieder ein bisschen mehr sein, aber gut, wir haben was zu tun. Wir haben so ein paar Speedway-Sachen verkauft, ein paar ältere Sachen, ein altes Samu-Deck zum Beispiel. Ein bisschen Exodia-Kram ging raus. Und sonst auffällig war nur bei den Staples, dass ganz viele Heavy Storms, Cold Waves und Dark Holes verkauft wurden. Hier sehen wir es zum Beispiel. Aus verschiedensten Editionen. Gerade die Cold Waves und Heavy Storms alle für 1 Euro erst letzte Woche nachgelistet. Mit so vielen anderen Stables, wo ich gemerkt habe, da haben wir Lücken, da müsste man wieder nachjustieren und das mal reinhauen. 8-mal Chaosfallgrube, 12-mal Dandelion. Das sind so die Edison-Sachen vermutlich. Ich weiß auch mittlerweile, warum das Concerted Light aus Absolute Power so eine kam in so einer Shortprint und hatte dann nur ein Reprint in SDLS oder so. 250 geht, da haben sie uns ja vor einem Monat oder so aufgekauft. Ist auch eine Edison Side Deck Karte. Aber krass, dass die dann auch so teuer wird. Habe ich auch vor 2 Monaten gesehen, wie der E-Hero Diffusion Absolute Zero, selbst die kam in den 10er geht, weil man die halt in verschiedensten Edison Decks spielen kann. Ist schon krass, was da so geht. Genauso diese Bohrkrieger-Sachen, die ganzen alten Synchros gehen so oft weg zur Zeit. Komm, klicken wir es uns mal an. Botanischer Löwe, vielmehr, okay. Ja, ist auf jeden Fall auch der Windsturm, wie oft der in letzter Zeit rausgeht. Hat man, glaube ich, letzte Woche erst aus Hiso oder so die Superware-Version gezeigt, weil die 20 mal rausging. Blue Eyes Ultimate Dragon und hier die ganzen Exodia Sachen hat auch einer ganz gut eingekauft. Gehen wir da nachher mal rein. 10-mal Exkodiersprecher, okay. Crush Card Virus. Wiz, aha. Diese For Hire Sachen sind das doch, ne? Naja, Necro Fusion 4-mal. Ein bisschen hier Ninja Zeug. Ging jetzt auch schon seit der YCS in Las Vegas raus. Da sind auch mittlerweile ein paar Karten teurer geworden, genauso wie bei dem Super Heavy Samurai, weil die kriegen ja im nächsten Kurs halt ein bisschen Support und waren dann, glaube ich, mal kurz meta-relevant für das OCG. Mal schauen, wie das zu uns da kommt. Hier hat irgendwer dieses ganze AI-Zeug gekauft. Ja. Also, Tai hat es meist heute raus und meinte so, das war wieder fast nur Kleinkram. Aber auch ein bisschen was teures, wie die 3 Fenrirs ging heute mal raus. Hier, das ganze Knisterzeug wurde gekauft.
Dunkelheit durchdringen 24 Mal. Aha. Irgendwas ein Dinomorphia Core wurde anscheinend verkauft. Dann wieder so ein paar Side-Deck-Sachen mit einem Dimensional Barrier. So, haben wir noch was Interessantes? Machen wir ein bisschen, haben wir was nachgelistet. Okay. Und von Maze, ihr seht es immer noch so manches bei 15 Cent. Geht immer noch raus. Dann haben wir ein paar Lots verkauft. Ein Deckpack von Kybers, da ist glaube ich die Maiden vorne drauf für 30, okay. Drei Freezing Chain Structures für je 10 mittlerweile, das ist interessant. Eine Tin aus dem letzten Jahr, da ging auch einiges an Tins in letzter Zeit raus. Dann hier Highlight des Tages, die Mama Sleeves von den Sky Strikern, die beiden Artworks, hat einer ja wahrscheinlich komplett aufkaufen wollen. So kommt ein bisschen Geld wieder zurück. Dann haben wir neue Game Genic Deckboxen gelistet gehabt, weil das letzte Woche nachkam. Die sind ja sehr beliebt bei euch. Und dann haben wir noch ein paar Würfel und ein paar Field Center verkauft. Okay. Ja, ihr kennt's. Ich check jetzt nochmal, ob ich irgendwelche Tabs vergessen habe aufzumachen. Hier zum Beispiel dieses Ryoku-Feld weiß ich gerade nicht. Kettenbeschwörung hat man glaube ich noch nicht. Rookie for Hire. Fusion Conscription. Cyberdrain hatte ich nicht gesehen. Okay, gut, gucken wir da mal rein. Darkholds haben wir noch genug gelistet. Ist auch noch nicht wirklich teuer. Ist gerade so eine Zeitex-Sache. Noch mehr Darkholds. Die werden, glaube ich, auch nicht. Ach, Darkholds gibt es da mittlerweile 72, 60 Prints. Also, das wird, glaube ich, nicht mehr so teuer. Anders sieht es bei dem Heavy Storm aus. Und dadurch, dass jetzt so viele wieder weggegangen sind, gehe ich ja, glaube ich, mal vom Preis direkt wieder hoch. Wir haben auch Sakuretsu Armor aus DCR First für 4 Euro verkauft. Das war so mein kleines Highlight, habe ich auch erst letzte Woche wieder nachgelistet. Die Cold Waves auch schon wieder alle raus aus dem Set. Vielleicht sollte man die anderen, die ich nachgelistet habe, auch gleich mal hochsetzen. Plus, wo hatte ich die hier gelistet? Ich glaube Version 2, ne? Ja. Und wir haben sie schon auf 2 Euro. Da sollte man die noch teurer anbieten? Was sagt der Graf? Na, so 3 Euro ist vielleicht doch besser, ne? Ist halt eine alte Karte, auch fürs Kladdy im Edison wichtig. Und hatte lange kein Reprint, ne? Dann können wir vielleicht da doch mal sagen, okay, wir gehen ein bisschen hoch und verkaufen die nicht direkt alle ab. Chaos Tripool, haben wir noch welche da? Sehe ich auch nicht, dass die teurer werden. Aber wir machen mal die Exzellent-Version wenigstens auf 1 Euro. Dandelion-Token, nee, nicht Token, Dandelions sind noch genug da. Wird wahrscheinlich auch nicht teurer. Ryoyuku-Feld kann ich euch nicht sagen, warum. Ist irrelevant, wahrscheinlich Chain-Summoning, 140, 50 noch da. Ich habe die mal im Trickster irgendwie gesehen, aber das ist auch schon lange her. Aber bevor uns hier einer günstig aufkauft, machen wir ein paar wenigstens teure. Der Drill Warrior. Na, hat man auch 300 Stück letztens. Sind 200 schon weggegangen. Machen wir die auch mal ein bisschen teurer. Obwohl, ich glaube, ja, hier in Treffen Super Random Special Edition gab es die ja auch. Und selbst da haben wir noch 100 Stück. Ah ja. So, mal angepasst. Das ist irrelevant. Ja, meine Güte. Der Windsturm ist, glaube ich, obwohl, ja, sind wir recht günstig. Können wir doch mal das hier noch hochsetzen. Der Iceman Drink, das sind wir komplett raus. Oh, das ging ein bisschen zu günstig raus. Exodia, ja, auch wenn wir da jetzt Englische haben. Ah, vielleicht könnte man die ein bisschen hochsetzen. So. Die Teile auf Deutsch sind wir im Preis. Hier sind wir raus. Hier sind wir auch raus. Hier haben wir noch welche im Preis. Okay. Xcode Talker sagt mir nichts. Sind wir da günstig? Wird der irgendwie teuer? Zwei Cybers Monster. Cybers hatte doch auch jetzt Support irgendwie. Und teilweise wurde er hier schon für 3 Euro verkauft. Dann gehen wir doch mal hoch. Mhm. Interessant, merkt man es mal. Crashcut Virus. Ja, sind noch genug da. LC, KC. Ja, ja, ist alles noch im Rahmen. Ich glaube, die wird auch nicht so teuer. Nö. Wiz. Egal. Necrofusion wahrscheinlich auch egal, 200 in allen, also Deutsch, Englisch, 260 insgesamt noch da.
Ist auch irrelevant. Rookie for Hire. Ist nicht wichtig. Dunkelheit durchdringen sie mal raus. Aber wüsste ich jetzt nicht, wozu. Wozu brauchen wir denn das? Ja, teilweise wurde es mal für einen Euro verkauft. Ja, komm. Das ist jetzt nicht so wichtig. Der Menschenbabyer hat auch so viele Reprints. Wird wahrscheinlich auch nicht teuer. Das Freezing Chain ist zwar schon kaum was auf dem Markt. Interessant. Wir haben davon noch ein bisschen was. Müssten wir da jetzt schon hochgehen? Aber was ist da gerade drin? Eigentlich auch nichts Spektakuläres, ne? Die Tins gibt es hier noch bei anderen Leuten für einen Zehner. Oh, war ja. Okay. Die hat man gerade schon. Die hat man auch schon. Hat man dann doch schon alles aufgesammelt. Fusion Conscription ist eigentlich interessant. Ich glaube, das kann man auch im Despair spielen. Oder irgendwo hatte ich es letztens im Gespräch. Und hat auch lange keinen Print mehr bekommen. Ne? Nur in Cross und Fusion Enforcers in Superware. Mal gucken, sind hier noch welche erreichbar. Hier sind auch noch welche da. Aber teuer wird es, glaube ich, auch nicht. Obwohl 280 mal eine Rare ist eigentlich nicht so viel. Na, ich gucke mal rein. Und der Cyberdrache war auch nicht teurer. Dann sind wir bei fast glatten 100 Bestellungen heute gewesen. Und ja, mal gucken, was die Woche noch so abgeht. Richtig geplant für YouTube haben wir nichts. Vielleicht so ein paar Local Games aufnehmen, was interessant klingt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Samstag in Halle zum Preparation Event für YCS London oder halt im nächsten Market Watch. Macht's gut, euer Jens.